Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videoblog. Ich bin Dr. Peter Raster von TIFO und will euch heute einen Überblick über unser Sortiment an Goldelektrolyten geben. Für die Verwendung unserer Produkte benötigt ihr weder einen Doktortitel noch den entsprechenden Gehaltscheck. Aber damit ihr eure Projekte verwirklichen könnt, benötigt ihr Infos über die Verwendung unserer Goldelektrolyte, die ich euch in diesem Video geben will. Generell kann man sagen, dass alles, was getaucht werden kann, auch mit der Bartgalvanik galvanisiert werden kann. Ein Beispiel ist dieser stylische Ring oder diese Echse, die wir vergoldet haben. Alles, was zu groß für die Bartgalvanik ist und sich aufgrund der Größe oder Geometrie schlecht tauchen lässt, kann mit der Stiftgalvanik beschichtet werden. Letztendlich entscheidet aber Ihr Vergoldungsprojekt, welche Methode und welche Elektrolyte am besten geeignet sind. Wir bieten zurzeit drei Goldelektrolyte an. Den Goldelektrolyt Chameleon, den Goldelektrolyt Flash und den Goldelektrolyt Midas. Beginnen wir mit dem Goldelektrolyt Chameleon. Der Goldelektrolyt Chameleon hat seinen Namen daher, dass er mit Farbzusätzen kombiniert werden kann, um zum Beispiel Rot zu vergolden. Ein Beispiel wäre dieser rot vergoldete Ast. Beim Goldelektrolyt Chameleon wurde der Goldgehalt mit 1 Gramm pro Liter bewusst niedrig gehalten, um auch größere Objekte, die ein großes Volumen brauchen, im Bad vergolden zu können. Der Goldelektrolyt Chameleon funktioniert auf verschiedenen Materialien wie Stahl, Kupfer, Nickel, Silber und weiteren anderen Materialien. Der Goldelektrolyt Chameleon ist einfach anzuwenden und besonders Beginner können damit schon beachtliche Ergebnisse erzielen. Schwächen beim Goldelektrolyt Chameleon sind, dass er bei höheren Schichtigen Gold nur matt abscheidet. Kommen wir nun zum nächsten Vertreter unserer Produktreihe, dem Goldelektrolyt Flash. Der Goldelektrolyt Flash ist ideal geeignet, um Chrom und Edelstahl direkt zu vergolden. Mit anderen Elektrolyten ist das entweder nur mit harter Vorarbeit oder gar nicht zu schaffen. Der Goldelektrolyt Flash kann sowohl für die Bart als auch mit der Stiftgalvanik verwendet werden. Einschränkungen beim Goldelektrolyt Flash sind, dass er nur langsam abscheidet und somit als Grundierelektrolyt gedacht ist. Kontakt mit Kupfer macht den Elektrolyt unbrauchbar, deshalb unbedingt Kontakt vermeiden. Kommen wir zum letzten Elektrolyt in unserer Serie, den Goldelektrolyt Midas. Aufgrund des hohen Goldgehalts von 8 Gramm pro Liter und der speziellen Rezeptur kann man mit dem Goldelektrolyt sehr schnell glänzende Goldschichten abschalten. Der Goldelektrolyt Midas ist besonders für die Stiftgalvanik geeignet, da besonders hier hohe Abscheidungsgeschwindigkeiten günstig sind. Durch spezielle Härtezusätze werden die Ergebnisse Ihrer Vergoldung besonders belastbar und kratzfest. Einschränkungen beim Goldelektrolyt Midas sind, dass er aufgrund seines hohen Goldgehaltes einen hohen Kaufwert hat und somit größere Volumen nur schwierig gefüllt werden können. Ich hoffe, mein kurzer Überblick über unsere Goldelektrolyt-Palette hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung und Sie können eine gezielte Wahl treffen, um Ihr Vorhaben im Gold glänzen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch goldene Zeiten, euer Dr. Peter Raster von TIFO.